So, hallo ihr Lieben, hier ist wieder Hans-Peter von freiheitdurchwahrheit.de oder com und dem YouTube-Kanal Freiter Freiherr von Liechtenstein. Heute geht es um ein ganz interessantes Thema, Astrotheologie. Das wird richtig, richtig spannend und da habe ich mich schon lange drauf gefreut. Ich habe in meinem Buch, Wenn das unsere Ahnen wüssten, Teil 1, bereits schon darüber gesprochen, welche angeblich christlichen Feste, die wir heute als christliche Feste feiern, wirklich aus dem Christentum stammen oder wie sie christianisiert und okkupiert wurden. Reden wir zum Beispiel über das Thema Weihnachten. Bei unseren Ahnen hieß das Julfest und den anschließenden Rauhnächten, die dann praktisch das Mondjahr zum Sonnenjahr ausgleichen. Dann Ostern, das Thema der Göttin Ostara. Und natürlich finden wir auch die Osterüberlieferungen und die Wiederauferstehung in den babylonischen Texten, in den ägyptischen Texten und in vielen anderen. Wir haben das Thema 1. Mai, Feiertag heute. Und das ist die sogenannte Walpurgisnacht. Walpurgis war ja eine alte Seherin unserer Kulturen und Völker, die sogar von den Römern entführt wurde und für ihre eigenen Zwecke bis zu ihrem Tod weiterdiente. Und viele, viele, viele andere Feste. Auch Pfingsten finden wir die entsprechenden Überlieferungen auch in den ägyptischen Schriften. Also lange vor dem Christentum. Aber warum gibt es so viele Parallelen? Warum ist in insgesamt 15, 16 verschiedenen Religionen der Geschichte nicht nur Geschehnisse über Wiederauferstehung, über Kreuzigung, über 12 Jünger, warum ist das überall gleich? Was sind die Hintergründe? Und darauf gehen wir heute genau ein und vor allen Dingen auch, warum gewisse Zeitdaten identisch sind. Das hängt mit der Astronomie bzw. Astrologie zusammen. In diesem Sinne, jetzt wird's spannend und es geht los. Also die Frage wäre nicht zu stellen eigentlich, habt ihr schon was von Astrotheologie gehört, sondern die richtige Frage wäre zu stellen, warum habt ihr noch nicht davon gehört? Ich habe, wie gesagt, in meinen Büchern bereits mehrfach dargestellt, dass gewisse Bräuche und religiöse Daten viel mit Sternenkonstellationen, der Mond- und der Sonnenstellung einhergehen. Und das erklärt auch, warum so viele Heilige, Götter, Propheten an ein und dem gleichen Tag geboren wurden, starben oder wieder auferstanden sind. Viele von uns wissen, dass die Welt von einer bestimmten Gruppe Menschen, die sich innerhalb ihrer Familien selbst fortpflanzen, um die Blutlinien zu wahren, gelenkt wird. Denkt dran, über die Berichte von Walter Veit, dass so gut wie jeder US-Präsident der amerikanischen Geschichte aus dem englischen Königshaus stammt, also einer gewissen Blutlinie angehört. Dass die in diesen Ämtern sitzen, ist kein Zufall, das ist der Plan. Und nur diese wenigen Eingeweihten behalten sich das Recht vor, in die okkulten Geheimnisse der Sumerer, aus dem Chaldäischen Reich, aus Atlantis und auch aus Ägypten Zugriff zu haben. Nach außen verkauft man uns das durch Symbolismus und zum großen Teil erfundenen Gottheiten. Ich bin überzeugt, dass der Islam, das Judentum, das Christentum eigentlich alle aus der ein und gleichen Quelle stammen. Und das erkennt man vor allen Dingen an vielen Erzählungen, Lebensgeschichten von Propheten, Göttern,
die sich zum Teil wirklich bis ins Detail gleichen. Und dadurch lenken sie unser Denken. Sie halten uns in dem Glauben, von dem sie wollen, dass wir ihn haben. Ich möchte in keinster Weise in Abrede stellen, dass Jesus gelebt hat und ein wunderbarer Sendbote des Göttlichen war. Jedoch sollten wir einige der Erzählungen und historischen Daten hinterfragen, ob hier nicht immens Eingriff genommen wurde, Einschübe, Auslassungen gemacht wurden. Denn die Lebens- und Leidensgeschichte wurde uns schon Jahrtausende vor Jesus erzählt. Es gibt mehr als 15 vorgeschichtliche Götter und Propheten, welche die gleichen Merkmale und Erlebnisse wie Jesus Christus hatten. Ich erzähle jetzt die Geschichte eines Propheten. Achtung. Und ihr ratet mal, um wen es sich handelt. Er wurde von einer Jungfrau mit dem Stern im Osten geboren. Ein Despot mordete Tausende von Säuglingen, um ihn zu finden. Er war Heiler und Lehrer und vollbrachte etliche Wunder. Er wurde zwischen zwei Dieben gekreuzigt und ist wieder von den Toten auferstanden. Kann es jetzt sein, dass ihr Jesus im Kopf hattet? In diesem Fall meinte ich aber Krishna. Ebenso wurde der Gott Mithras am 25. Dezember geboren. Auf dem Opferplatz des Mithras ist außerdem heute auch der Vatikan aufgebaut im alten Rom, ne? Nur so nebenbei. Ihr findet auch im Vatikan noch eine große Statue des Gottes Mithras, wie er den Stier erlegt. Mithras hatte auch 12 Jünger. Er vollbrachte Wunder, starb am Kreuz und ist 3 Tage später wieder auferstanden. Und auf dem ehemaligen Opferkultplatz, wie gesagt, des Mithrakultes im Turm, da wurde der Petersdom errichtet. Wir finden noch heute dieses Bildnis des Gottes mitten im Vatikan. Und das Gleiche haben wir bei dem Gott Attis, der ebenso am Kreuz starb und 3 Tage später auferstand. Alles, was wir über Jesus zu wissen glauben, glaubten zuvor bereits andere Religionen. Und auch für die Anhänger des Mithras-Kultes war der Sonntag der Tag des Herrn, welcher der Sonne gewidmet war. Deswegen heißt er auch Sonntag. Also Montag kommt vom Mond, Dienstag kommt vom Donnergott Thor, Tivats, Dienstag, oder Mars, ja, Martis heißt es ja im Spanischen. Mittwoch, Mirkulis, ist Merkur, Donnerstag ist dem Gott Jupiter geweiht, ja. Dann haben wir den Freitag im Spanischen Viernes oder Venedig im Französischen für die Schönheitsgöttin Venus. Bei uns ist es der Freitag nach der Schönheitsgöttin Freya. Samstag, im Englischen haben wir den Saturday, den Saturntag, und Sonntag die Sonne. Das ist nach den Wandelplaneten benannt. Das wusste bereits Paracelsus und die alten Chaldäer. Es war durchaus niemals so, dass die Sonne selbst als Gott verehrt wurde. Das ist fast in keiner Religion so, ihr Lieben. Das Symbol der Sonne kam einer göttlichen Darstellung jedoch am nächsten. Alle Vorchristlichen teilen sich jungfräuliche Geburt, Heilung, Wunder, Kreuzigung, Wiederauferstehung. Die Tatsache, dass das Christentum die 16. Religion mit der gleichen Geschichte darstellt, macht sie nicht glaubwürdiger als ihre Vorgänger. Vor allem, da sich diese anmaßt, die einzig wahre zu sein. Die Inder pflegten die Vorstellung, dass Jesus, Buddha, Krishna und Brahma ein und die gleiche Seele in einer anderen Inkarnation darstellen. Immer wieder mit der gleichen Botschaft. Vielleicht gehören ja noch viel mehr alte Propheten dazu. Denkbar wäre es zumindest. Denn warum sollte ein solch wichtiger Prophet nur einmal wichtige Botschaften an die Menschheit gegeben haben? Einige der Götter und Propheten mit ähnlicher Geschichte sind zum Beispiel Krishna, Buddha, Osiris, Mithra, Zarathustra, Baal, Indra, Dumuzi, Adad, Bedru, Esus der alten Kelten, Baldur auch der alten Kelten, Thor, Donar, der alten Germanen und Skandinavier, Quetzalcoatl, der Mexikaner, Prometheus aus dem Kaukasus und Quirinus aus dem alten Rom. Ihr seht, schon einige dabei. Aber wie kommen all diese Religionen gerade auf den 25. Dezember? Wenn die Sonne im Norden am schwächsten Punkt ihren Kreislaufs ist, dann feiern wir die Wintersonnenwende. Es gibt ja auch noch die Sommersonnenwende, die heute noch in den nordischen Völkern gefeiert wird. Es wird gesagt, dass am 21. bis 22. September die Sonne untergeht
Sie stirbt metaphorisch und nach 3 Tagen wird sie wieder geboren, da kommt sie wieder hoch. Die Geburt dieser Erlöser stellt also den Aufgang der Sonne in ihrem Zyklus dar. Na, denkt dran, 3 Tage auch hier. Ja? Wie lange hat Jesus gebraucht, um wiederzukommen zur Wiedergeburt? 3 Tage. Nur an diesen 3 Tagen bricht die Sonne ihre Wanderschaft ab und steht praktisch fest am Firmament. Und an diesen Tagen steht die Sonne in gerader Linie, in direkter Linie zum A, Stern des Ostens, dem Sirius und den 3 Königen des Orion. Wir wissen, dass auch in der ägyptischen Pyramide in Gizeh alles nach dem Orion ausgerichtet ist. Das größere Sternbild, das nur an diesen 3 Tagen sichtbar war, nannte man Krippe oder Wiege. So folgen also die 3 Könige, die Sternbilder, dem Stern des Ostens zur Krippe, der Geburtsstunde, der Sonne bei der Wintersonnenwende. Spannend. Am 22. Dezember fällt die Sonne am Kreuz des Südens, hält sie sich auf. Sie symbolisiert also die Kreuzigung. Die Sonne war also das beste Symbol, um die unsichtbare Kraft des Schöpferischen zu demonstrieren. Sie verpacken es einfach in okkultes Wissen, in die Religionen, immer und immer wieder. Die englische Sprache entstammt auch dem alten Germanischen, in der das Wort Sonn, also S-U-N, und Sohn, S-O-N, fast gleich sind. Sun und Sun. Einmal mit U, einmal mit O. Bei uns Sonne und Sohn. Die Sonne ist der Sohn des Schöpferischen. Der Vater ist im Sohn symbolisiert. Die Sonne ist der Vater. Die Sonne war und ist ein Geschenk des Himmels, denn ohne die Strahlen und Wärme der Sonne ist ein Leben auf unserem Planeten, das wissen wir, nicht möglich. Die Sonne spendet also Trost. Das Wort Solace im Englischen, Sol, S-O-L am Anfang, kommt vom Wort Sonne, weil Sonne Trost spendet. In der ägyptischen Mythologie kennen wir den Gott der Sonne als Horus, den Gott der Finsternis als Seth. Der Fürst der Finsternis übernimmt bei jedem Sunset, Sunset, die Herrschaft. Jeden Morgen steht die Sonne wieder am Horizont, auf Sunrise, Horizont. Im Horizont ist auch Rise drin. O-R-I-Z. Horoskop haben wir es auch drin. Der Tag wurde in 12 Stunden eingeteilt. Hours. Kommt von Horus. Horus ist nämlich der Überbringer des Lichts. Das Jahr wurde dann auch in 12 Monate eingeteilt. Die Propheten und Götter hatten 12 Begleiter. Wir haben hier im Hintergrund 12 Tierkreiszeichen. Wir haben hier die 12 Begleiter. Die 12 Monate, die 12 Geschworenen. Die Propheten und Götter hatten nämlich 12 Begleiter. Die Sonne hatte also 12 Begleiter, Sternzeichen, Jünger. Vor Gericht haben wir, wie gesagt, 12 Lichtbringer, so nenne ich sie mal, ja, welche die Wahrheit offenbaren sollen, die 12 Geschworenen. Wenn wir die Wahrheit, das Licht, nicht sehen wollen, wird die Wahrheit im metaphorischen Sinn in unserem Gehirn, unserem Schläfenlappen hingerichtet. Das Wort Golgotha, der Berg, auf dem Christus gekreuzigt sein soll, bedeutet übersetzt Schädel. Wenn wir also die Wahrheit in uns ablehnen, geschieht das in unserem Gehirn, in unserem Schädel. Die Hinrichtung der Wahrheit wird immer von 2 Dieben begleitet. Der Reue für die Vergangenheit, der eine Dieb, der bereut, und der andere, der Angst vor der Zukunft hat. So auch stellvertretend bei Jesus Christus neben ihm geschehen. Mit ihm wurden 2 Diebe stellvertretend für die Reue und die Angst vor der Zukunft hingerichtet. Wenn die Wahrheit hingerichtet wird, dann wird die Sonne, das Licht, hingerichtet. Dornenkrone wird im Lateinischen mit Corona übersetzt. Das, was wir aktuell erleben, ist auch eine Dornenkrone für das Volk. Vor der Finsternis hatte man schon immer einen hohen Respekt. Der Fürst der Finsternis nennt sich im Englischen Dark Evil. D-E-V-I-L, Devil. Okay? Dark Evil. Diese zyklische solare Zeitnahme wurde von sämtlichen Völkern der Erde angewandt.
von den Mayas über die Azteken, Kelten, Germanen, die Arien, den Ägyptern, Babyloniern, Inkas, Sumerer und. Das Ganze endete meist immer in einem Kreuz. Ein Kreis mit sich in der Mitte überschneidenden Linien. Der Kreis in der Mitte, die überschneidenden Linien. Eine senkrecht, eine waagerecht. Die waagerechte Linie stellt die Frühjahrs- sowie Herbst-Tag- und Nachtgleiche dar. So wie hier zwischen dem Krebs, das Sternzeichen rechts von mir, und der Waage auf der linken Seite ist. Das ist die Horizontallinie. Die senkrechte Linie, haben wir über mir den Krebs zum Beispiel, die Sommer- und Wintersonnenwende. Deshalb auch der Kreis um die antiken und keltischen Kreuze. Die vier Himmelsrichtungen und vier Jahreszeiten wurden letztlich auch durch das Kreuz dargestellt. Denn das Kreuz teilt den Kreis in vier Teile, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Vier Evangelien, die in der Bibel aufgenommen wurden, um das Leben und Werden des Sohnes der Sonne darzustellen. Matthäus, Lukas, Markus und Johannes. Man hat vier Evangelien aufgenommen, könnten so den Frühling, Sommer, Herbst und den Winter repräsentieren. Wenn ihr euch das berühmte Bild des letzten Abendmahls betrachtet, seht ihr auch die Jünger eindeutig in vier Gruppen zu je drei Jüngern dargestellt. Interessant ist außerdem auch, das bemerke ich nochmal, wir machen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Also, wir fangen mit dem Frühling an. Wann beginnt der Frühling? Beginnt er am 1. Januar? Warum haben wir eine Zeitrechnung, die am 1. Januar das neue Jahr einläutet? Die eigentliche ursprüngliche biblische Zeitrechnung beginnt tatsächlich erst nach der Frühjahrs-Tag- und Nachtgleichen. Überlegt mal. Wenn das Jahr im Frühling beginnt, müsste das Jahr eigentlich erst im Ende März, Anfang April beginnen. Im astronomischen Sinne ist das auch so. Wir befinden uns ja aktuell zum Beispiel nach Paracelsus, in dem chaldäischen Siebenstern, im Saturnjahr. Und das hat auch erst nach Ende ungefähr diesem Jahr, 28. 29. März, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, begonnen. Das kommt so ähnlich zusammen mit dem Osterfest. Das ist kurz vorher. Das Evangelium des Markus zum Beispiel entspricht dem Archetypen, dem Biotypen Mars, Aries, dem Widder. Im Englischen steht Arise gleich Aries für Aufgehen, Entstehen. Es ist ja auch das erste der 12 Tierkreiszeichen. Das beginnt auch Ende März, seht ihr? Da beginnt das astronomische Jahr. Der diesem Tierkreis zugeordnete Monat ist Ende März bis Ende April. Der astronomische Jahresanfang, wie gesagt, nach der Frühjahrstag- und Nachtgleichen, ist immer Ende März, Anfang April. Dann haben wir das Evangelium des Leo, des Löwen, des Lukas. Lucius steht im Lateinischen für Lukas und das steht für Licht. Die Sonne wird oft durch einen Löwen dargestellt. Ihr seht die Verbindung. Und der Löwe entspricht nach der Lehre des Paracelsus dem Biotypen Sonne. Ist also ein Krafttier sonnengeborener Menschen. Selbst Christus wird manchmal als der Löwe von Judäa bezeichnet. Und bei den alten Kelten war der Gott Leolug, ebenso der Gott der Sonne. Das Buch Matthäus, das dritte, was wir jetzt erwähnen, entspricht der ägyptischen Göttin Maat. Maat steht für die Gerechtigkeit, für die Waagschale hier drüben. Also das Tierkreiszeichen Waage. Das Tierkreiszeichen Waage wurde dem Sternzeichen als letztes hinzugefügt. Was auch erklären würde, warum Matthäus der letzte Jünger war, der den 12 Jüngern beigetreten war. Zufälle gibt's. Maat kennen wir bei den Brahmanen unter Mahat, bei den Kelten als Meat,
der Tiamat bei den Skalden oder der Maya bei den Römern. Matthäus war bei den Jüngern nicht so beliebt, weil er Zöllner war, welcher keinen guten Ruf genoss. Das Symbol der Zöllner war ja doch die Waagschale. Sie führten immer Waagschalen mit sich, da die Zöllner statt Geld auch Vieh und Weizen akzeptierten. Alles Zufall? Das vierte Buch des Johannes stellt das Buch des Aquarius, des Wassermannes dar. Johannes steht für den Januar, welcher dem Wassermann entspricht. Das ist der erste Monat bei uns. Ebenso kennen wir den Gott Janus, der vorne und hinten ein Gesicht hat. Die Bilder kennt ihr vielleicht, dem Schlüsselöffner, der die Türen zum Neubeginn öffnet. Im Englischen nennt man heute noch den Hausmeister Janitor. Das kommt davon. Ebenso kennen wir aus meinen Ausführungen in meinen Büchern den Gott Oannes, Oannes. Glaube ich auch Dagon genannt, der Fisch- oder Wassergott, der mit dem Fischkostüm dargestellt wird, von dem auch die Bischofsmütze noch seine Form hat. Der Wassermann trägt den Wasserkrug, weshalb der Täufer ja auch als Johannes der Täufer benannt wird. Und die Enthauptung des Johannes wird heute immer noch am 29. August gefeiert, beziehungsweise gedenkt. Wieso gerade dieses Datum? Und auch hierfür gibt es eine astronomische Erklärung, denn am 29. August jedes Tages dieses Jahres steht das Sternbild Wassermann genauso am Horizont, dass Kopf und Stern kaum oberhalb des Horizonts zu sehen sind, wohingegen der Körper bereits hinter dem Horizont liegt. An dem Tag geht also das Sternbild des Wassermanns im Löwen unter. Die Jünger übersetzt man Englisch mit Disciples. DISC am Anfang geschrieben. Die Scheibe, die Disk, die Scheibe der 12 Tierkreiszeichen. Thomas Paine, ein einflussreicher Intellektueller und Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika, schrieb selbst einmal: Die christliche Religion ist eine Parodie auf den Sonnenkult, bei dem sie einen Mann, den sie Christus nennen, an die Stelle der Sonne setzen und ihn genau verehren, wie sie ursprünglich die Sonne verehrten. Im Kontext der Tierkreiszeichen und der Sonne ergeben sich in manchen Texten der Bibel völlig neue Auslegungen. So zum Beispiel Evangelium Johannes 14, 14,2. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. 12. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Jesus sagt zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ja, im Haus der Sonne gibt es 12 Häuser. Und ja, in der Astrologie nennt man sie auch Häuser. Der Weg der Sonne, den kennen wir. Und die Sonne stand schon immer für das Licht, die Wahrheit und das Leben. Es existieren 72 Sternbilder außerhalb der Tierkreiszeichen. Naja, Jesus hatte 12 Jünger mit 72 früheren Jüngern, die auch die frohe Botschaft weitergaben. Konfuzius hatte 72 eingeweihte Schüler und Seth hatte 72 Mittäter beim Tod des Osiris. Es gibt 72 Engel, der Jakobs- oder beziehungsweise der Himmelsleiter und 72 Völker im ersten Buch Mose. Es benötigt ebenso, das ist jetzt ganz das Spannende, genau 72 Jahre, um einen Grad auf dieser Scheibe hinter mir durch die Winkel der Tierkreiszeichen zu wandern. Exakt 72 Jahre für einen Grad. Weil es sind insgesamt, glaube ich, 25.920 Jahre. Also 2160 pro Abschnitt. Ja, pro Tierkreiszeichen. Damit also alle Tierkreiszeichen durchwandert werden, wie gesagt, benötigt die Erde in ihrer also angeblichen Taumelbewegung durch die Schrägstellung der Erdachse 25.920 Jahre. Das sogenannte platonische Erdenjahr. Um ein Sternzeichen zu durchlaufen, wie gesagt, 2160 Jahre. Zuletzt waren wir es seit unseren Zeitrechnungen im Sternbild des Fisches. In der Mitte des 20. Jahrhunderts begann der Wechsel zum Wassermann. Das ist unser aktuell neues Zeitalter. Also jetzt findet gerade der Wechsel statt. Der Fisch beherrschte die Religionen im hohen Maß. In Form des Symbolismus.
Naja, denk mal nach. Das Symbol für Jesus wird als Fisch dargestellt oft, ne? Zeitalter des Fisches. Das Symbol für Jesus wird oft als Fisch dargestellt und auf vielen Autos nutzen Christen heute noch den Aufkleber in dieser Fischform als Symbol für Jesus. Der Papst, den Fischerring, viele der Jünger waren Fischer, Petrus auch. Der Gott Oannes, der Fischgott, scheint die Vorlage für die Bischofsmütze zu sein, wie erwähnt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern in der Bibel, dass er diese zu Menschenfischern machen möchte. Naja, interessante Verbindung. Und Jesus sagt bei einer Speisung, dass er nichts außer 5 Brote und 2 Fische hat. Das Symbol für das Tierkreiszeichen des Fisches sind 2 Fische. Das hebräische Wort nun, Nonne, bedeutet Fisch. Hier haben wir das Tierkreiszeichen Fisch dargestellt. Der christliche Mythos stimmt mit dem Zeitalter des Fisches scheinbar überein und bedient sich an der Astronomie und Astrologie. Die Taufe geschieht ebenso mit Wasser. Wir haben das Gehen von Jesus über das Wasser, die Waschung der Füße, die Speisung der 5000 mit 2 Fischen und der lateinische Name für Jesus Christus, den Erlöser, geben das Wort für Fisch wieder. Frühe Christen nannte man die kleinen Fische. Der Prophet Jona, der wurde ja auch von einem großen Wal verschlungen. Finden wir später bei Pinocchio auch wieder. Hat man in den Mythologien um Jesus Christus wie um andere Propheten geheimes, astronomisches und okkultes Wissen verborgen, welches der Öffentlichkeit so nicht zugänglich gemacht werden sollte? Vorausgesetzt, dass unsere Zeitrechnung stimmt, begann um Christi Geburt herum das Fischezeitalter. Demnach müsste von ca. 2100 rund vor Christus bis zu Christi Geburt ungefähr das Zeitalter des Widders, was vorher war, gewesen sein. Das haben wir hier, das Zeitalter des Widders. Danach kam das der Fische und davor kam das des Stieres, hier oben. Viele Priester und Pharaonen in Ägypten nannte man gute Hirten. Ihre Herde waren die Sterne. Über sie jede Menge Wissen pflegten. Jesus nannte man auch den guten Hirten und oft wurde er mit einem Lamm dargestellt. Horus Aries ist die Einteilung der Gattung des Schafes, also der Widder, das Zeitalter des Widders. Der Gott des alttestamentarischen Israels, Jahwe, der mosaische Gott, besorgte ein Lamm als Ersatz für Abrahams Sohn, welchen Abraham dem Gott Jahwe als Opfer darbot. Und vor dem Jahr 2160, wie gesagt, wurde in Ägypten Amun verehrt, der oft als Widder mit gewundenen Hörnern dargestellt wird. Wir finden das überall wieder. Und davor, also rund 4320 bis 2160 vor Christus, hatten wir, wie gesagt, oben drüber das Zeitalter des Taurus, des Stieres. Naja, es gibt Gemälde und Zeichnungen von Moses mit Hörnern, wie eines von Michelangelo. Im Alten Testament wurde das heilige Kalb, der heilige Stier angebetet. Bei den Griechen gab es Minotaures, im Mithraismus wurde zur Zeit der Stier von Mithras getötet. Und wenn wir uns das wahrscheinlichste Datum der Erbauung der Sphinx ansehen, fällt diese in das Zeitalter des Löwen. 10.800 bis 8.640 vor Christus. Jeden Morgen schaut die Sphinx auf ihr Sternbild des Löwen. Zufall? Alles Zufall? Immer noch Zufall? Ja, warum wohl verbot der Vatikan die Anwendung der Astrologie auf dem Konzil von Toledo, ihr Lieben? Es waren nur 18 Kirchenversammlungen zwischen 400 und 702 nach Christus. Jedoch beschäftigte die Kirche weiterhin ihre eigenen Astrologen. Sie verteufelten die Astrologie, wandten sie aber selbst an. Wollte man das verhindern? Genau das, was wir heute noch im Ansatz wissen, dass Planeten- und Tierkreiszeichen und Sternenkonstellationen uns beeinflussen und lenken oder umgekehrt? So wie der schlafende Prophet Edgar Cayce schrieb, dass die Planeten nicht die Menschen steuern, sondern die Menschen die Planeten. Wir finden heute noch in Begriffen der Kirche einige Ursprünge aus Astronomie und Astrologie.
Ja, also ich finde das der absolute Wahnsinn, was wir hier hatten. Apropos Teleskope, ne, wer hat die größten Teleskope auf der Welt? Soweit ich weiß, gehören die auch dem Vatikan. Ja? Begriffe, Pastor. Pastor kennen wir jeder. Pa, Stor. Pa, Papa, Großvater. Stor oder Astar, Astarte, bedeutet Stern. Pastor heißt also großer Stern oder Vaterstern. Das Wort für Apostel, Jünger, wird wie gesagt im Englischen übersetzt mit Disciples, also die Disk, die Scheibe, die die 12 Tierkreiszeichen darstellt. Die Wörter Münster, Mönch, Monat, Mensa, Minute, Menstruation stammen alle vom Wort des Mondes ab. Und bei unserer Uhr existieren drei Zeiger: der Stunden-, der Minuten- und der Sekundenzeiger. Stunde, Hour, Horus gleich Sonne. Minutenzeiger steht für den Mond und der schnelle Sekundenzeiger für den Merkur. Den Planeten, der am schnellsten von allen rotiert. Und das Wort Kirche stammt von der griechischen Göttin der Täuschung, Circe, Kirke, ab. Auch wieder Zufall. Denn diese Göttin lockte Männer an und verwandelte diese anschließend in Schweine. Das kennen wir noch aus den Sagen. Das Wort Amen, angeblich aus dem Hebräischen, so sei es, das kann durchaus sein, könnte aber auch so sein, dass es von viel früheren Wortschöpfungen abstammt, wenn alles schon so alt ist. Nämlich zum Beispiel auch der Ägypter. Amenophis, Amen, Amenophis, Amun-Ra, Amen, Amun. Sollen die eigentlichen Namensgeber sein, sagt man so in der Astrotheologie. Amun war als der Verborgene bekannt und konnte sich nach Belieben in andere Götter wie Osiris und Seth verwandeln. Amun wird sogar in einigen Texten mit Amen buchstabiert. Und wir wissen zwischenzeitlich, dass viele Begrifflichkeiten und auch kirchliche Gebräuche auf das Ägyptische zurückzuführen sind. Darüber habe ich auch in meinem Buch, Wenn das unsere Ahnen wüssten, ausführlich geschrieben. Und im zweiten Band, Wenn das Jesus und unsere Ahnen wüssten, auch. So steht im Ägyptischen das Wort KRST, Christus, Christus, für der Gesalbte. Das kommt aus dem Ägyptischen, ihr Lieben. In einigen Überlieferungen finden wir ja auch Hinweise darauf, dass Jesus Christus in der Cheops-Pyramide eingeweiht wurde. Darüber habe ich auch schon YouTube-Beiträge gemacht. Über die Jugend und das frühe Erwachsensein von Jesus Christus. Der Gefährte von Amun hieß Ament, von dem wir das Neue Testament und auch das Alte Testament erhalten haben sollen. Die Verkörperung des Amun-Ra, den Obelisken, den finden wir heute vor wichtigen Gebäuden. Ne? Denkt man an den Vatikan oder Washington. Das Wort Vatikan stammt vom Vatizinia ab, übersetzt Ort der Prophezeiungen oder Ort der Zauberer bedeutet. Der Vatikan kontrolliert sämtliche Teleskope und Observatorien auf der Welt. Warum wohl? Es ist davon auszugehen, dass sämtliche wissenschaftliche Fakten erst über den Tisch des Vatikans gehen, bevor diese in welcher Form auch immer in die Öffentlichkeit kommen. Das Wort Bischof kommt von einer, der den Himmel kennt. Und Diakon kommt von Dekane, den 36 Abschnitten zu je 10 Grad auf der Scheibe der Tierkreiszeichen. Die Astrologie wurde immer als eine heilige Form der Wissenschaft betrachtet. So schrieb es auch der Hochgrat-Freimaurer und Mitgründer der Vereinigten Staaten, Thomas Paine, den ich schon zitierte. Und so zum Ende dieses Kapitels, das wir jetzt hier haben, des Videos, möchte ich mit diesen Ausführungen nochmal betont, in keinster Weise jede Art von Spiritualität oder Christusbewusstsein einschränken. Denn die Lehren von Jesus Christus und den anderen Sendboten sind wirklich zeitlos gültig. Ich selbst bin fest überzeugt, dass Jesus Christus und andere Sendboten Gottes die frohe Botschaft und ein Christusbewusstsein vermitteln. Die Frage, die sich jedoch aufdrängt, ist die, ob die Geschichtsschreibung hier gewisse Umstände, Ereignisse und Daten verfälscht hat, um darin ihre Astrotheologie zu verstecken.
Wie kann man sich sonst erklären, dass so viele Religionen und Glaubensrichtungen ein und die gleichen Ereignisse beschreiben und sich sämtliche Daten im Einklang mit der Astronomie befinden? Dieser Beitrag soll ein weiteres Mal dazu dienen, unseren Geist, unser Bewusstsein für die Dinge zu öffnen und immer mehr Indizien und Fakten zu sammeln, damit sich am Ende ein schlüssiges Bild abzeichnen kann. Jetzt ist die Zeit unseres Daseins, die Wahrheit ans Licht zu bringen, ihr Lieben, das Dunkle zu vertreiben und dabei im universellen Bewusstsein zu sein. Diejenigen von uns, die all dieses kategorisch ablehnen und jetzt als, habe ich auch schon an den Hals oder an den Kopf geworfen bekommen, New Age-Kram abtun, haben es in meinen Augen nicht verstanden. Sie reiten auf kirchlichen, durch Auslassungen und Einschübe extrem verfälschten Dogmen herum und lassen keinen neuen Diskurs zu. Jetzt ist die Zeit, dass wir all diese Dinge aufarbeiten dürfen und auf deren Wahrheitsgewalt prüfen. Geht dabei in euch und nutzt eure Intuition, denn diese sagt uns zumindest die ungeschminkte Wahrheit. Lernen wir doch vielleicht wieder auf das zu vertrauen, was uns das Kollektivbewusstsein lehrt. Denn alles ist da. Alles, was jemals geschrieben, gedacht oder erlebt wurde, existiert im morphogenetischen Feld. Laut des Evangeliums des vollkommenen Lebens wurde Jesus auch in die Mysterien der Astronomie und Astrologie sowie der Mathematik eingeweiht. Wusste er auch all das, worüber wir gerade gesprochen haben? Hat man das okkulte Wissen damit für uns auf symbolische Weise erhalten, dass man es in die Bibelgeschichten eingebaut hat? Vielleicht? Vieles spricht dafür. Gerade die Tatsache, dass sämtliche Weltreligionen, auch jene vor dem der römisch-katholischen Kirche, ähnliche Geschichten in fast gleicher Erzählweise präsentieren. Ich möchte meine Ausführungen hier sogar noch heute ein bisschen erweitern. Über einige YouTube-Videos bin ich, hatte ich vor ein paar Jahren auch schon mal gesehen, aber noch mal explizit jetzt auf die Prager Turmuhr gestoßen. Vor allem in Verbindung mit den Thesen der Knopfloch-Videos auf YouTube. Über gewisse andere Fakten, über die wir jetzt hier heute nicht sprechen wollen. Scheinbar sieht es aber so aus, dass unsere Ahnen ganz genau wussten, auf welcher Art von Planet sie leben, und sie kannten die Astronomie auf das Genaueste. Sie waren sogar in der Lage, unfassbar komplizierte mechanische Uhren zu fertigen, die heute noch nach 600 Jahren, so alt ist die Prager Turmuhr, im Original durch ihre Exaktheit und Schönheit brillieren. Astronomische Uhren gab es unendlich viele. Und der Blick auf diese besondere Uhr, die wir heute werfen, ist die der Turmuhr von Prag. Und sie beinhaltet nämlich nicht nur Uhrzeit, Sonnenstand und Mondphase, sondern auch die Wanderung durch die Tierkreiszeichen. Die stellt ein absolutes Meisterwerk der Uhrmacherkunst dar, wie man sie heute kaum noch nachbilden könnte, vor allem nicht mechanisch. Wie hoch war der Wissensstand unserer Vorfahren wirklich, ihr Lieben? Wir sehen da Ochsenkarren vor den Gebäuden rumfahren und eine ganz niedrige Technik, die immer noch auf Pferdekutschen beruht. Und man will in dieser Zeit solch unfassbar hochentwickelte Technik gemacht haben. Das ist schon Wahnsinn. Denn die Prager Turmuhr soll 1410 gebaut worden sein. Äußerlich sind die Tierkreiszeichen, wie hier dargestellt. Dort befinden sich senkrechte Linien, von denen jede einen Zyklus von Tagen darstellt. Eigenartigerweise ist die Uhr aber ekliptisch angelegt, also nicht mittig. Manche Tierkreiszeichen erscheinen dadurch größer, andere Abschnitte wiederum kleiner. Und hinter dem verschobenen Ursprung der Zeiger befindet sich auch ein Bild der Erde. Naja, warum befindet sie sich nicht mittig? Das würde das Knopfloch-Video erklären. Knopfloch schreibt sich mit CH, vor allem im Video 7. Um eine solche Ekliptik auf vielen Uhren und Karten zu rechtfertigen, sagt man uns, die Erde hätte eine axiale Neigung von 23,4 Grad. So, also gekippt.
spiegelverkehrt, jetzt auf dem Video, so. Das ist jedoch nicht schlüssig bewiesen. Wir haben ja keine wirklichen Aufnahmen der Erde von außen, die nicht digital verändert wurden. Sie sagen uns, dass der Polarstern Polaris deshalb immer in der Mitte ohne Bewegung erscheint, weil die Erdachsenneigung von 23,43 Grad genau auf den Polaris zeigt. Leute, wie wahrscheinlich ist es, dass die Erde sich exakt um 23,43 Grad axial neigt, um auf die Kommastelle genau den Polarstern zu zeigen? Zufall? Haben die beiden sich abgesprochen? Wenn die Erde also eine Neigung von 23,43 Grad aufweisen würde, es kann durchaus sein, ich stelle es nur in Frage, sich selbst am Äquator um 1670 km/h dreht. 1670, Leute. Dann wiederum der ganze Planet um die Sonne und das Sonnensystem selbst sogar wieder mit unfassbarer Geschwindigkeit durch das Weltall rast. Wie will man mir erklären, dass die Sternbilder immer gleich bleiben? Wie will man dann so genau die Sonne und die Wintersonnenwende erklären? Wie will man die Frühjahrs-, Herbst- und Tag- und Nachtgleiche erklären? Dies würde niemals in solch einer Beständigkeit erscheinen können. Der nördliche Wendekreis mit dem Tierkreiszeichen Krebs, hier oben drüber, zugeordnet. Der südliche, dem Steinbock. Den haben wir hier drüben, ganz unten. Womit sich der Äquator zwischen Widder und Waage befindet. Oben sehen wir den nördlichen Wendekreis des Krebses, unten den südlichen Wendekreis des Steinbock. Links nach rechts, wie gesagt, zwischen Widder und Waage, dem Äquator, den sogenannten Äquinox, der gleichzeitig die Ost-West-Ausrichtung der Frühlings- und Herbsttag- und Nachtgleichen darstellt. Insgesamt beinhaltet der Kreis also 360 Grad. Wir haben gelesen, oder ich habe es erklärt, alle 72 Jahre bewegt sich das Firmament scheinbar um einen Grad. Damit benötigt man, um ein Tierkreiszeichen zu durchlaufen, wie erwähnt, 2160 Jahre. Und das nennt man eine Ära. Und von ca. 2160 Jahren vor Christus bis zur Geburt Jesus, wie gesagt, befanden wir uns im Widder, bis jetzt im Fisch und jetzt ist es im Übergang zum Wassermann. Um alle zu durchlaufen, haben wir gesagt, brauchen wir 25.920 Jahre. Das große Jahr, das platonische Erdenjahr. Ebenso befinden wir uns jetzt in den letzten Jahren des platonischen Erdenjahres. Vielleicht deshalb diese ganzen Umschwünge auf der Erde. Das platonische Erdenjahr ist zu Ende. Vielleicht findet jetzt gerade vom Franchise-Konzept über die Ausbeutung der Erde ein Wechsel der Machtstrukturen statt. Der Übergang fand im Jahr 2012 statt. Da kennen wir den Ende des Maya-Kalenders, ne? Deswegen dachte man ja da, dass die Erde untergehen würde. Der Maya-Kalender war da zu Ende. Dieser besagt aber nicht, dass die Erde untergeht, wie in Roland Emmerichs Film 2012, sondern es beginnt ein neues Zeitalter, das goldene Zeitalter. Der nördliche und der südliche Wendekreis liegen sich, wie in der Abbildung hinter mir zu sehen ist, gegenüber. Alle alten Karten zeigen diese beiden Breitengrade auf. Und auf diesen Tierkreiszeichen stehen die Sonne zur jeweiligen Sonnenwende im Zenit. Diese beiden Breitengrade sollten nach dem Modell der runden Erde jeweils 2609 Kilometer vom Äquator entfernt liegen, der eine nördlich und der andere südlich. Und sie sollten jeweils einen Umfang von 36.700 Kilometer haben. Da wir aber eine fortlaufende Bewegung der Tierkreiszeichen verzeichnen können, ein Grad alle 72 Jahre, befand sich die Sonne im Zenit des Krebses und des Wassermanns nur bis ca. 15 vor Christus. Und danach ging diese, siehe auf der Scheibe hinter mir,
der Tierkreiszeichen auf die nächste Seite, in den Zwilling über. Anschließend seit einigen Jahren in den Stier. Hier oben Krebs, Zwilling, Stier. Das wandert. Alle 72 Jahre ein Grad. Das war gegen den Uhrzeigersinn. Nach diesem Beispiel, in der heutigen Zeit gerechnet aber, befindet sich zur Zeit der Sommersonnenwende im Juni die Sonne im Stier und nicht mehr im Krebs. Zur Wintersonnenwende im Skorpion, also genau gegenüber. Die Frühlings- sowie die Herbst-Tag- und Nachtgleiche läuft jeweils durch Wassermann und Löwe. Die Tierkreiszeichen sind also alle aneinander gebunden. Es ist immer ein Kreuz, das wandert. Wenn wir also vom Zeitalter des Witters, des Fisches oder des Wassermannes sprechen, ist das nicht irgendein New Age-Geschwafel, ihr Lieben, oder Esoterik, sondern es ist astronomisches Gesetz. Alle aktuellen Karten, auch auf Google Earth, Wikipedia und Co., zeigen aber immer noch die Karten aus dem Zeitalter des Witters. Als ob wir uns immer noch in der Zeit vor rund 4000 Jahren befinden würden. Eigenartig, oder? Es gibt aktuell keine Karten, welche die Wendekreise korrekt darstellen. Echt, Leute, die wollen uns erzählen, dass unsere Ahnen mit Ochsen, Pflügen und Pferdewagen in der Lage waren, das alles exakt zu bestimmen und wir heute nicht mehr in der Lage sind, die Namen in ihrer heutigen korrekten Weise umzubenennen? Karten sind aber praktische Hilfsmittel der Navigation, die brauchen wir. Gerade die Breitengrade sind wichtig, um eine korrekte Weltkarte erstellen zu können. Unsere Vorfahren waren auf dieser himmlische Navigation angewiesen. Die Annahme, dass unsere Vorfahren weiter einer Himmelsnavigation folgten, die nicht geändert oder angepasst wurden, ist absurd. Wo sind all die korrekten Karten hin? Die korrekte Stellung der Sterne war etwas von elementarer Bedeutung zum Navigieren über die Meere. Hat man so viel Zeit und Mühe aufgewendet, die prächtigsten astronomischen Uhren zu bauen und Karten zu erstellen, um dieses Wissen anschließend zu vernachlässigen? Sind es heute Werkzeuge der Täuschung? Will man uns Geschichte vorenthalten und die Wichtigkeit der Tag- und Nachtgleichen unter den Teppich kehren? Haben wir heute nichts anderes als manipulierte Karten, die vor Tausenden von Jahren erstellt wurden? Es könnte aber auch durchaus sein, dass man sämtliche Karten gefälscht hat, um uns eine falsche Geschichte und Zeit verkaufen zu können. Das können wir uns momentan noch nicht 100% beantworten. Denn in einigen alten Landkarten sehen wir zusätzliche Kontinente. Und ab dem 17. Jahrhundert verschwanden diese allmählich von den Karten. Es wäre abschließend die Frage berechtigt, ob wir überhaupt vertrauenswürdige und zuverlässige Landkarten besitzen. Den Südpol darf kein Flugzeug überqueren, geschweige denn erforschen. Die Eiswand. Wie bei Game of Thrones. Was ist hinter der Eiswand? Vielleicht ist Religion letztlich die Essenz der Lehren von unzähligen Sendboten Gottes, welche von gierigen und machthungrigen Wesen zur Manipulation und Knechtschaft der Menschen genutzt wurden. Die Botschaft der Sendboten wie Jesus ist die des Göttlichen. Diese wurde von sämtlichen Weltreligionen okkupiert und zum eigenen Machterhalt genutzt. Jesus selbst verurteilte die Pharisäer bzw. die Schriftgelehrten, welche heute genau das leben, was Jesus niemals gewollt hätte. Unter dem Deckmantel eines Christusbewusstseins werden die Menschen in Scharen manipuliert und dumm gehalten. Die Astronomie, Astrologie und weiteres okkultes Wissen wurden in die Geschichte rund um den Erlöser und weiteren Propheten eingebaut und werden uns vorenthalten. Das Dunkle erscheint gerne mit dem Göttlichen auf den Lippen, denn der Dunst des Teufels hat auch in die Weltreligionen Einzug gehalten. Die ursprüngliche Lehre des reinen Christen, der reinen Christen, denken wir an die Katharer, wurde unterwandert und diffamiert. Wollen wir hoffen,
dass die Menschen so schnell wie möglich all dies erkennen momentan und erfahren, dass man seine Gebete im stillen Kämmerlein zu Hause führen kann und dafür keine opulenten Gebäude benötigt. Wollen wir hoffen, dass wir schnell erkennen werden, dass alles Göttliche und Schöpferische auch durch uns fließt. Wir selbst zu diesem sprechen können, ohne einen Mittler zwischen dem Göttlichen und uns haben zu müssen. Denn wir sind Teil des Göttlichen. Wollen wir ebenso hoffen, dass wir uns so schnell wie möglich wieder erinnern, woher wir kommen, wer wir sind und zu was wir fähig sein können, um all die Lügen und Fälschungen zu entlarven. Erkennen wir die Wahrheit, erlangen Wissen und Weisheit, und die Wahrheit wird uns frei machen. Ganz nach Johannes 8,32. Seid gesegnet.